Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Marvin, und ich möchte euch heute ja einfach mal ein Spiel zeigen, wo ich sehr, sehr viel Spaß dran habe. Wie ihr schon seht, ich bin schon Level 13. Rocky Clearance, good morning. Blue Sky 1279 are ready for pushback at Bravo 3. Bin schon Level. Clear for pushback, Blue Sky 1279. Bin schon Level 13. Hab schon 1940, wie nennen die das hier, warte mal, USD, ja, US-Dollar, nein, also, in dem Video hier soll es einfach mal darum gehen, um Fluglotse. Wie ihr schon seht, habe ich gerade ein Flugzeug raus pushen lassen. Und Rocky Ground, Blue Sky 1279 are ready to taxi. Jetzt hat das Flugzeug gerade gebeten um ein Taxi. Also ja, hier auf den schwarzen Linien und so. Der fährt dann hier so lang und dann bis hinten zur Startbahn. Taxi to 27 Blue Sky 1279er. Und ja, in dem, weiß ich nicht, ich finde das Spiel einfach cool. Ich möchte euch das mal nicht vorenthalten. Wie gesagt, ich bin leider schon Level 13. Aber ich habe da auf jeden Fall sehr viel Spaß dran. Und ja, wie gesagt, man hat halt den Job wie so ein Fluglotse. Man muss hier Flugzeuge halt lotsen. Ne? Man hat hier auf der linken Seite die Ankommer. Also die jetzt gleich ankommen, zum Beispiel der nächste um 10.05 Uhr aus San Francisco, und der hier, der jetzt gerade, ne, unterwegs ist zur Startbahn, sollte eigentlich schon längst unterwegs sein, ist schon 8 Minuten zu spät, der fliegt nach Washington und so weiter. Also man kann genau sehen, wo die hinfliegen, wo die herkommen, das finde ich halt ganz cool. Man kann sogar an die Flugzeuge ran. Man kann hier echt genau gucken, was wie hier passiert. Man sieht sogar die Leute über den Finger ins Flugzeug laufen. Ja, finde ich auch ganz geil. Ja. Man sieht hier auch in diesem Gepäckwagen sogar eine Person sitzen. Und jetzt gleich hoffe ich, wenn der kommt, dann will ich euch mal noch was zeigen. Und man kann sogar in das Flugzeug reingehen. Und ja, genau. Ist halt so ein Zeitvertreibsspiel, aber es macht richtig Laune. Wenn ich hiervon mal noch ein paar mehr Videos machen soll, dann schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr sagt, fang dann nochmal von neu an, zeig uns das mal, wie es von vorne funktioniert. Ich sag mal so, am Anfang habt ihr nur so 2-3 Stellplätze, jeweils auf beiden Seiten. Ich habe schon ein paar mehr, mir fehlen jetzt auch nur noch 4 Stück. Da bin ich jetzt halt gerade dran, ja. Um hier den Stellplatz hier mir noch zu kaufen, das Gate B6. B6. Wie auch immer. Das ist alles ein bisschen auf Englisch. Ist halt ein Englisch. Rocky Tower, good morning. Blue Sky 8590 is on final for 27. Clear to land on 27, Blue Sky 8590. Ich hab jetzt Rocky Tower, Blue Sky 1279 are ready for takeoff on 27. Rocky Clearance, good morning. Blue Sky 5145 ready for pushback at Bravo 1. Das kommt auch da schon geflogen. Cleared for pushback, Blue Sky 5145. Und ich habe jetzt gerade dem Flugzeug hier wieder ein Pushback gegeben. Wir warten jetzt einfach mal gerade, bis das hier gelandet ist. Ja, wir gehen mal zu dem Flugzeug hin. Kann man so machen. Weiter.
rocky ground. Blue Sky 5145 ready to taxi. Taxi to 27 Blue Sky 5145. Line up and wait on 27 Blue Sky 127 Niner. Sag mal so, hier muss man sich auch ein bisschen konzentrieren, damit man das halt alles so hinbekommt, wie man es hinbekommen sollte. Ich möchte euch noch zwei Sachen zeigen. Da seht ihr schon den einen Flieger. Den lassen wir clear for takeoff on 27 Blue Sky 127 Niner. Wir bleiben mal hier. Rocky ground, Blue Sky 8590 taxi. Ladies and gentlemen, we have arrived at the destination. On behalf of the captain and crew, we thank you for flying with us and hope you will join us again. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop. Also das finde ich ganz cool, diese Ansage im Innenraum des Flugzeugs. Jetzt gleich kommt aber noch was ich euch zeigen will, und dafür nehmen wir am besten Rocky Ground, Blue Sky 8590 requesting taxi to the gates. Taxi to gate, Bravo 1 Blue Sky 8590. Die B1. Ich hoffe, da kommt mir jetzt kein Flugzeug entgegen. Weil das finde ich an Realistischkeit sehr, sehr geil. Werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn wir in die Parkposition einbiegen. Leute, guckt mal bitte geradeaus. Ihr seht da einen Einwinker, ein Follow Me. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ich finde das mega. Unnormal geil, finde ich das. Also sehr, sehr cool, ehrlich. Ja, wie gesagt, wenn ich hiervon mehr Videos machen soll, dann schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und jetzt hier überkreuzt, richtig geil. So, und jetzt gleich geht der halt, da kommen schon die ganzen Fahrzeuge. Kann ich euch ja auch mal gerade noch zeigen. So, da ging die Tür auf, dann dockt das halt da so dran. Mit Warnblinker etc. Also ich finde das total cool. Rocky Tower, good morning. Blue Sky 4386 is on final for 27. Clear to land on 27 Blue Sky 4386. Rocky Tower, Blue Sky 5145 ready for takeoff on 27. Cleared for pushback Blue Sky 8387. Hier kann man zwar nicht viel reden zwischendurch, wenn man mal gerade Funkverkehr hat. Aber also wie gesagt, ich finde das Spiel mega cool. Man hat hier sogar auch nochmal eine Übersicht so über, ja, wie der Wind gerade ist. Hier hat man dann nochmal einen Überblick, welche Flugzeuge gerade hier sind. Ich will euch gleich mal noch was zeigen. Man kann hier auch lizenzierte Airlines nehmen. Das werde ich euch aber gleich noch zeigen. Blue Sky 8387 ready to taxi. Taxi to 27 Blue Sky 8387. Hier wieder ein Taxi. So. Genau, hier landet gerade ein Flieger, den hatte ich Landeerlaubnis erteilt. Ich würde das jetzt mal alles ein bisschen schneller machen lassen hier, weil das ist mir sonst zu langweilig. Weil ich line up and wait on 27 Blue Sky 5145. Weil ich spiele immer in Rocky Ground, Blue Sky 4386, taxi to the gates. Taxi to gate Bravo 3, Blue Sky 4386. Cleared for takeoff on 27 Blue Sky 8387. Cleared for takeoff on 27 Blue Sky 5145. So, man kann hier nicht viel reden, weil man immer irgendwie Funksprüche zwischendurch hat. Das ist aber gar nicht schlimm. Was wollte ich sagen? Ja, also wie gesagt, es gibt hier lizenzierte Flug-Airlines. Das möchte ich euch gleich zeigen, wenn wir im nächsten Level sind. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal und ich werde mal ein bisschen meine Klappe halten, weil jetzt gleich kommen hier unheimlich viele Funksprüche rein. Weil ich spiele immer auf Schnelligkeit X4.
damit das halt alles ein bisschen schneller geht, ich schneller die ganzen Gates gekauft habe, mit dem Ingame, mit der Ingame-Währung. Und so macht das dann nämlich noch mehr Spaß. Und wie gesagt, mit den lizenzierten Airlines werde ich euch auf jeden Fall gleich auch nochmal zeigen. So. Rocky Clearance, good morning. Blue Sky 4403 ready for pushback at Bravo 4. Cleared for pushback, Blue Sky 4403. Im Schnelldurchlauf ist das natürlich deutlich. Rocky Ground, Blue Sky 4403 ready to taxi. Taxi to 27 Blue Sky 4403. Und ja. Genau, was gibt's noch, sonst noch zu sagen? Ich sag mal so, ich kenne das Spiel schon seit es rausgekommen ist. Und gerade für mich, weil ich ja so flugzeugbegeistert auch bin, ist das natürlich schon geil, wenn man dann auch mal so ein bisschen was so mit Fluglotsen und so machen kann. Ich finde das Spiel einfach cool. Zwischenteils ist es dann auch irgendwie. Rocky Clearance, good morning. Blue Sky 6979 are ready for pushback at Alpha 3. Cleared to land on 27 Blue Sky 6402. Aber ich meine. Cleared for pushback Blue Sky 6979. Rocky Tower, Blue Sky 4403 ready for takeoff on 27. Ich meine. Taxi to 27 Blue Sky 6979. Ich meine, umso mehr Flugzeuge bzw. umso mehr Gates man hat, umso spannender wird das eigentlich, weil man echt sehr koordiniert hier arbeiten muss. Line up and wait on 27 Blue Sky 4403. Cleared for takeoff on 27 Blue Sky 4403. Taxi to gate Bravo 4 Blue Sky 6402. Cleared for takeoff on 27 Blue Sky 6979. So. Also wie gesagt, hier gibt's halt auch Zeiten, das finde ich ganz cool. Gemacht. Rocky Clearance, good morning. Blue Sky 7645 ready for pushback at Bravo 5. Will ich euch aber gleich. Rocky Tower, good morning. Blue Sky 7978 is on final for 27. Cleared to land on 27 Blue Sky 7978. Rocky Ground, Blue Sky 7645 ready to taxi. Taxi to 27 Blue Sky 7645. Also es ist halt echt ein bisschen viel Funkverkehr zwischendurch, aber. Rocky Ground, Blue Sky 7978 taxi to the gates. Taxi to gate Alpha 1 Blue Sky 7978. Ist halt zwischendurch echt ein bisschen viel Funkverkehr, aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ich kann deshalb, also wenn ich jetzt so mache, kann ich viel reden, ja. Aber dann, ihr seht's, dann geht's halt langsamer. Und das ist halt echt doof. Wie gesagt, es gibt hier eine Zeitangabe. Das heißt, wir, ja, der Flughafen läuft eigentlich 24 Stunden. Wenn man das mal so will, hier gibt's kein Nachtflugverbot. Das einzige Verbot, was es gibt, ist, wenn's gewittert oder stark regnet oder so. Dass ich keine Pushbacks Rocky Clearance, kann. Good morning. Blue Sky 28901 ready for pushback at Alpha 4. Cleared for pushback Blue Sky 28901. Cleared to land on 27 Blue Sky 2644. Dass ich keine Pushbacks mehr machen kann, keine Starts mehr machen kann, nichts. Außer die Flugzeuge, die können landen. Ist ein bisschen unrealistisch, aber naja. Genau, das wäre noch so eine Sache. Und es gibt sogar die Flughafen. Vorfeldbeleuchtung und sowas alles. Aber da kommen wir zu, wenn das so weit ist. Also wenn es dunkel wird. Genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, ich kenne das Spiel, seit es rausgekommen ist. Ich spiele es Rocky Tower, Blue Sky 7645 ready for takeoff on 27. Ich spiele es immer mal cleared wieder. Cleared for takeoff on 27, Blue Sky 7645. Rocky Tower, Blue Sky 2644 is going around. Aber dann kann ich euch Rocky Ground, noch das Blue Sky 28901 ready to taxi. Und zwar, ja, die Musik nervt. Warte. Machen wir gerade erstmal so. Damit ich euch das erklären kann hier, wir gehen nochmal hier hin. Es gibt hier zumindest mal verschiedene Flughäfen. Ja.
kann ich euch mal so ein Stück zeigen. Also ich habe auf jeden Fall hier noch gut ordentlich was zu machen. Dieser Rocky Mountains Regional ist der erste Flughafen, den man hat, den man komplett ausbauen kann. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten, wie ich finde, weil es gibt hier nämlich auch einen realistischen Flughafen, der wohl realistisch nachgebaut ist, ist der Las Palmas, der Gran Canaria. Finde ich sehr, sehr geil gemacht. Ich hoffe, dass ich den irgendwann mal mir holen kann. Ja, wie gesagt, ich glaube, der ist echt realistisch nachgebaut. Ich habe da keine Ahnung von. Deswegen kann ich euch das nicht sagen. Wir gehen jetzt aber mal zu dem Wichtigsten. Denn wir haben hier Airbus, Boeing und sowas Kleines hier, so eine Embarera. Und, ach genau, ah, okay. Das ist so eine, ja. Aha. Okay. So, genau. Wir haben hier halt verschiedene Airbus und Boeing. Ja. Modelle, so heißt es. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ich möchte in erster Linie wahrscheinlich, also wenn ich hier mehr Videos von machen soll, erstmal auf Boeing setzen. Quatsch, auf Airbus setzen. Da ich hiervon einfach mehr Ahnung habe von den Flugzeugen. Hier links, ihr seht hier schon, was es so für die einzelnen Modelle für Lizenzen gibt. Mal gucken, ob wir hier eine bekannte Lizenz für haben. Ich glaube aber für die hier nicht. Doch, EasyJet. Finde ich total geil. Also wir haben für den Airbus A319 haben wir EasyJet als Lizenz. Ich würde das gerne so machen, wenn ich hiervon echt mehr Videos machen soll und euch den weiteren Aufbau des Spiels zeigen soll, würde ich ganz gerne auf die Lizenzen setzen, die jeder kennt. Sprich EasyJet, Ryanair gibt es hier auch, werde ich alles aber gleich noch zeigen. Air Berlin gibt es hier auch noch, finde ich sehr, sehr geil. Wir haben hier aber auch Austrian oder Air France, die Air Canada und sowas alles. Also zumindest das sind so die Lizenzen für den A319. Dann haben wir für den A320, also wie gesagt, ich werde hier nur die Lizenzen nehmen, die ich kenne. Das ist halt zum Beispiel jetzt EasyJet. Die beiden Lizenzen werde ich mir jeweils holen, weil dann hat man so ein bisschen Spannung und so drin auch. Genau, für den A319 zum Beispiel haben wir schon wieder ganz andere Lizenzen, was deutsche Lizenzen angeht. Wir haben hier nämlich die Air Berlin Lizenz, finde ich mega geil. Und wir haben hier die Star Allianz Lizenz und wir haben hier Etihad. Finde ich mega cool, auch wieder in zwei Varianten. Werde ich auf jeden Fall auch mir besorgen, weil Etihad ist auch eine sehr, sehr gute Marke, also Fluglinie. Dann haben wir sogar die Swiss, also die Schweizer Airline, finde ich auch sehr, sehr cool. TUI, leider in so einer langweiligen Lackierung, ich glaube, die durften die Original, also wirklich Originale nicht benutzen. Ja, die anderen kenne ich eigentlich gar nicht. Portugal, das sagt mir alles gar nicht. Also Swiss, Etihad und Air Berlin würde ich für die Maschine hier holen. Und halt TUI. Dann gehen wir zum A320 Neo. Da haben wir auch wieder die zweierlei Fluglizenzen. Nicht Fluglizenzen, wie heißt das denn? Die Airline-Lizenzen. Noch mit dem alten Kranich. Finde ich sehr, sehr geil gemacht auch. Ja, wie gesagt, wieder die Lackierung. Hier haben wir dann auch wieder EasyJet.
Auch Swiss haben wir natürlich auch wieder hier. Etihad haben wir auch wieder in den jeweiligen beiden Lackierungen. Dann gehen wir zu dem Airbus A321. Hier dürften mir, wenn ich richtig informiert bin, schon die Ryanair mit drin haben. Hier haben wir wieder die Air Berlin. Hier haben wir die neue Lufthansa. Finde ich mega geil gemacht. Obwohl mir der Kranich immer noch nicht gefällt. Oder generell das Heckruder, wie es jetzt gemacht ist, nicht wirklich gefällt. Mir gefällt lieber das andere, aber das ist Geschmackssache. Werde ich auch mit reinnehmen, auf jeden Fall. Ja, auch wieder Etihad in den jeweiligen beiden Lackierungen. Jetzt muss ich doch mal gerade gucken. Wir haben hier auch wieder die Swiss. Turkish Airlines haben wir auch. Finde ich sehr, sehr geil gemacht. Werde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Ja. Also alle Airlines, die ich euch jetzt zeige, werde ich kaufen und euch dann in einem weiteren Video zeigen. Entschuldigt mich dafür, ich bin ein bisschen erkältet. Oder nein, was heißt erkältet? Ich habe Allergie gegen Pollen. So. Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein in diesem Video. ja, wir haben hier wieder die Air Berlin Lizenz für den A321neo. Ja, auch wieder Etihad. Ja. Auch hier Turkish Airlines. Und dann gehen wir zu dem A380. Der ja jetzt wohl nicht mehr gebaut werden soll, habe ich gehört, gelesen, whatever. Ja, hier haben wir leider, leider noch die alte Lackierung von Lufthansa. Da hätte ich mir gewünscht, dass es schon die neue Lackierung ist. Aber naja, egal. Auch hier Etihad in der neuen Lackierung, glaube ich, müsste das sein. Thai Airline, wie auch immer. Und das ist die beste Airline, die es gibt. Emirates. Finde ich total cool. Werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja, hier haben wir dann jetzt ja, zwei Airline-Lackierungen. Ich glaube, diese Airline-Lackierung von Air Berlin ist noch die alte. Und das hier war ja die neue. Oder andersrum. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß es leider nicht mehr so genau. Aber ich glaube, die andere, die war die alte Lackierung. Dann haben wir Germany, die ja auch jetzt leider pleite gegangen ist, die Airline. Genau. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, also das wären die Airlines. Hier haben wir auch nochmal Turkish Airlines. Hier haben wir die TUI in der besseren Lackierung. Jetzt gehen wir zu... Ah, wir sind schon in dem Boeing-Bereich. Ah, okay, gut zu wissen. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, bei der 737 haben wir auch wieder hier... ja, wir haben jetzt hier natürlich die Winglets. Finde ich total geil gemacht. Genau, hier haben wir wieder die beiden Lackierungen von Air Berlin. Hier auch wieder die beiden von Germany. Auch Turkish Airlines wieder, TUI, Boeing, ja, hier auch wieder die Lackierung von Germany, und TUI, aber wo war denn die Lackierung von, ich glaube, die ist hier, hier haben wir wieder die, hier haben wir aber eine One World spezielle Lackierung, finde ich auch ganz cool gemacht. Auch wieder beides von Air Berlin. KLM gibt es auch, finde ich mega cool, werde ich auch mit reinnehmen. Irgendwann mal, wenn ich soweit bin. Da haben wir sie. Und Ryanair, finde ich mega cool. Mega cool gemacht. Schade, dass es die Lackierung noch nicht für die Airbus-Modelle gibt.
Aber ich glaube, Ryanair setzt generell auf Boeing und hat überhaupt gar keine Airbus Flieger. Swiss haben wir hier wieder. Turkish Airlines in zwei Varianten. Thomson gehört anscheinend auch zu TUI. Ja, hier haben wir dann noch die ganz alte Lackierung von TUI Fly. Mega geil gemacht, auf jeden Fall auch. Genau, und dann haben wir hier wieder die Winglets-Version. Also ich werde mir alle Flieger holen in den jeweiligen Lackierungen, die ich euch jetzt natürlich zeige. Ist jetzt ein bisschen langatmig, aber ich möchte euch halt einfach alles mal zeigen, da ich das jetzt mit euch weiter aufbauen will, auch wenn ich schon vorgespielt habe. Aber da der Anfang halt echt extrem langweilig ist, wollte ich euch das ab einem gewissen Zeitpunkt dann erst zeigen. Hier haben wir sogar Delta. Die werde ich bestimmt auch mit reinnehmen. Das ist nämlich eine US-amerikanische Marke. Genau, was haben wir denn noch? Hier haben wir auch wieder eine KLM. Lion Air kenne ich alle überhaupt nicht. Also, wenn jemanden doch die anderen Airlines irgendwie was sagen, dann schreibt das auf jeden Fall auch mal in die Kommentare. Hier haben wir natürlich wieder die Ryanair-Lackierung. Die Ryanair-Lackierung werde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen, da ich ein riesengroßer Ryanair-Fan bin. Swiss werde ich natürlich auch mit reinnehmen. Ich werde auch Turkish Airlines mit reinnehmen. TUI werde ich auch mit reinnehmen. Also alle bekannten Flugzeugmarken, die man so kennt, werde ich reinnehmen. Außer die, wo ich jetzt echt nicht weiß, was es für eine Marke ist. Die werde ich nicht mit reinnehmen. Jetzt sind wir hier bei dem Air Canada. Die werde ich auch mit reinnehmen, glaube ich, weil hiervon hatte ich nämlich mal ein Modellflugzeug. Deswegen kenne ich die. Genau. Ja, hier haben wir dann auch schon wieder so verschiedene. Hier haben wir auch wieder KLM. Was ist das hier? Keine Ahnung. Swiss. Wieder. Und die TUI Fly in zwei Varianten. Jetzt sind wir bei der Boeing 737-900. Da haben wir auch wieder KLM. Und Delta hier oben. Ja. Genau. Und Turkish Airlines. So. Wieder die Winglets-Version. KLM. Und Turkish Airlines. Okay, den werde ich dann schon mal nicht mit reinnehmen, weil ich kenne die beiden Linien überhaupt nicht. So. Oh, Turkish Airways. Ne, British Airways. Das finde ich auch geil. Die werde ich schon mit reinnehmen, British Airways. Und Air France auf jeden Fall auch. China Air. Okay. Ja, hier haben wir dann schon wieder. Man sieht schon den geilen Unterschied, oder? Der finde ich jetzt echt mal mega. Die beiden Lackierungen werde ich auf jeden Fall auch wieder mit reinnehmen. Auch wieder KLM. Ja, ansonsten nichts. Die anderen Airlines kenne ich alle nicht. Die F. Aha. Was haben wir denn hier auch wieder? Nee. Auch wieder Air France. Es gibt hier sogar, jetzt muss ich doch mal gerade gucken. Nee. Haben die die noch? Etihad werden wir auch mit reinnehmen, auf jeden Fall. Oh, da muss ich jetzt gleich mal gucken. Mir fiel jetzt nämlich gerade ein, das ist nämlich die Cargo-Version hier. Deswegen auch das F, das sind nämlich die Frachter von Boeing. Die werde ich auf jeden Fall alle mit reinnehmen. Die Frachtmaschinen. Das wird nämlich auch noch eine geile Sache. Singapore Airlines werde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Jetzt sind wir nämlich hier, wo ich dachte, dass es die nicht gibt. Aber Leute, es gibt einfach mal die TNT-Flieger und die UPS. UPS, nicht UPS. UPS. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ich finde das mega geil. Und natürlich auch wieder Emirates, aber die Cargo-Version davon. Und das ist auch cool. Also die Cargo-Version werde ich auch alle reinnehmen. Kosten natürlich auch ordentlich, aber das ist egal. Ja, hier auch wieder die beiden Versionen werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen von der 800er. Von der 200er glaube ich nur die Delta, weil die nämlich die anderen gar nicht hat. Der hat auch noch TUI. Genau, da werde ich die
mit reinnehmen, auch hier die Winglets-Version nur in der Delta-Version. Obwohl American Airlines sind doch American Airlines, oder? Ja, mal gucken, vielleicht werde ich die auch noch mit reinnehmen, die kenne ich ja auch. Ja, hier haben wir wieder eine Frachtmaschine, aller DHL, Leute. Wir haben DHL und FedEx. Ist das nicht gut? Ich finde das mega geil. Schreibt rein, wenn ihr es auch cool findet. Nein, also wie gesagt, ich finde die Modelle echt gut gemacht auch. Sehr gut detailliert auch nachgestellt. Ich finde aber auch sehr, sehr gut, dass sie hier die lizenzierten Marken drin haben, wie DHL, FedEx, UPS, Lufthansa etc. Die werde ich auch komplett rauslassen. So, Kanada. Hier haben wir drei. Hier so ein. So ein hatte ich im Modell. Ich weiß nicht mehr genau, was das für einer war, aber mit der Farbe auch. Die drei werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. American Airlines bestimmt auch. Da muss ich mir noch überlegen. Wir müssen ja erstmal spielen. Hier haben wir noch mehr Delta-Versionen. Warum? Was ist jetzt zwischen denen anders? Ah, Leute, guckt euch das mal an. Die haben sogar andere Triebwerke. Das sind... Okay, das ist ja mega geil. Weil das hier sind diese dünnen, das sind, müssten die von Rolls-Royce sein. Die anderen von Dings. Ah, ist das geil. Etihad. KLM. Klasse. Und hier auch wieder TUI. Was haben wir hier? Transaero. Kenne ich nicht. Nee, wieder American Airlines. Austria. Die kenne ich auch. Die nehmen wir auch mit rein. KLM. Wieder. Und die eine TUI. Jetzt haben wir hier wieder die Frachtmaschinen. Hier haben wir wieder DHL. Und FedEx. Und UPS. Hier wieder DHL, Dings. Was haben wir hier? Polar. Oh, Polar muss ich denn dazu nehmen. Das gehört nämlich auch zu DHL. Und wieder UPS. Klasse. Anna Cargo. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Sagt mir gar nichts. So. Hier haben wir dann wieder die. Air France auf jeden Fall. Atalia. Die allein kenne ich auch. ja, KLM wieder. Singapore Airlines werde ich auch reinnehmen. Emirates auf jeden Fall wieder. Genau. Thai werde ich bestimmt auch wieder mit reinnehmen. Die kenne ich ja auch. Ja, das hier wird das, ja genau, die gibt es nämlich auch in der E-Version. Ja, so wie gesagt, ihr seht hier, das gibt es sehr verschiedene Fluglizenzen. Und ja, das soll es dann auch erstmal wieder gewesen sein mit dem Video. Ihr habt ein bisschen Gameplay gesehen, ihr habt jetzt ein bisschen gesehen, was es sonst noch so gibt an Flughäfen und halt an Flug-Airlines. Das ist was anderes. Wie gesagt, wenn ihr hier von mehr Videos sehen wollt oder generell mal einen Livestream oder sowas, dann schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare und dann werde ich gucken, dass ich das hinkriege. Ich bin erstmal wieder raus, euer Marvin. Bis zum nächsten Video.